ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass meine Kinder mit genauso viel Spaß bis zum Ende der Schulzeit gehen, wie sie jetzt gestartet sind. Und ja, diese Freude sich erhalten, Neues kennenzulernen, neugierig bleiben. Dazu war einfach der Rahmen nicht da. Also ich glaube, wir wären auch überfordert gewesen damit. Also dieses freie, selbstständige Arbeiten habe ich in meiner Schulzeit so nicht gelernt. Und das schätze ich schon, dass es mittlerweile ja, Bestandteil im Lernplan ist. Friday ist der Eindruck, dass es sehr schön ist für die Kinder, weil die da ihr eigenes Projekt machen können und sich einfach etwas suchen, was eben nicht vorgegeben ist. Dass das ein Projekt sein soll oder eine Aufgabe sein soll, die ich mir suche, die zukunftsorientiert ist, die was möglichst was bewegt in unserer Zeit, die was Positives bewegt, was positiv verändert. Und am Anfang hat man vielleicht schon so ein bisschen gedacht, ja, das ist ein Fach, wo die so ein bisschen dies und das machen, was irgendwie wenig zielführend ist. Aber das hat sich nicht bestätigt. Es ist ja nicht so, dass sie alleingelassen werden, sondern sie werden ja begleitet in den Projekten. Es werden erstmal die Global Goals vorgestellt, anhand dieser Global Goals ein paar Ideen entwickelt und dann kommen da die Projekte raus, die die Schüler und Schülerinnen eben selber machen. Es ist schon wie ein Projekttag, aber mit sehr freiem Arbeiten, mit sehr weit gefasstem Inhalt. Nicht so beschränkt wie, sag ich mal, bei einer typischen Projektwoche, wo man meistens ein Oberthema hat. Das Oberthema Global Goals ist so weit gefasst, dass Kinder sich da richtig austoben können und wirklich ihre Interessen und ihrer Fantasie freien Lauf lassen können. In welchem Rahmen sie sich mit welchem Thema beschäftigen wollen. Fast alle Themen lassen sich irgendwie unter diese Global Goals fassen. Und deswegen sind die Kinder da sehr offen in dem, womit sie sich beschäftigen können und ihre Interessen ausleben können auch. Wo ich selber für mich so gedacht habe, anfangs, es ist ja ganz nett, aber das bringt ja jetzt nicht so wirklich was. Und wo ich mich im Nachhinein wirklich irgendwie zusammenreißen muss, zu sagen, ey, was für eine blöde Einstellung habe ich eigentlich? Ich habe nämlich diese Selbstwirksamkeit offensichtlich da nicht so, dass ich denke so, ja, auch kleine Schritte bringen doch vielleicht schon was. Ja, ist ihr Lieblingstag? Ich hatte sie jetzt noch gefragt, warum ist das dein Lieblingstag? Und sie meinte, weil ich entscheiden kann, was ich tue an diesem Tag und weil ich entscheiden kann, mit was ich mich beschäftige und wie ich das mache. Das ist ganz klar einfach diese Sinnhaftigkeit durch meine eigene Passion, die ich leben kann, durch meine Leidenschaft, die ich irgendwie entfalten kann und sich halt einfach sein eigenes Thema zu suchen und das, was sie begeistert, dazu forschen zu können, recherchieren zu können und auch zu sagen, ich ziehe das Ganze jetzt auf als Film zum Beispiel und drehe ein Video dazu oder meine eine Tochter macht zum Beispiel gerade ein Theaterstück zu den Global Goals, um zu erklären, was welches Ziel bedeutet. Die schreiben richtig ein Theater, was sie mit ihren Klassenkameraden irgendwie vorspielen wollen, damit die Erstklässler das besser verstehen. Oder ob sie irgendwie ein Projekt machen, wo sie zum Beispiel schulweit auch dann sammeln, wie für die Bonner Tafel, das hatten die auch schon gemacht. Es gibt so ganz unterschiedliche Formate und so können die wirklich sagen so, hey, das interessiert mich und ich möchte so und so kreativ werden dabei. Das Besondere ist eigentlich, dass die Schüler und Schülerinnen sich das Projekt selbst suchen und dass es etwas Zukunftsorientiertes ist. Also sie haben nicht dieses, ich lerne jetzt, was früher mal jemand sich ausgedacht hat, das ist auch wichtig, aber da suchen sie sich eine eigene Sache, die auch für ihre Zukunft wichtig ist. Und die Kinder kriegen ja mit, dass es auf der Welt Probleme gibt, die nicht gelöst sind und haben da vielleicht auch andere Ideen im Kopf. Und wenn diese Ideen dann da gefördert werden durch den Friday, dann ist das eine schöne Sache, weil da schöne Projekte draus erwachsen. Klar, die werden selbstständig, sie trauen sich mehr zu, sie haben einfach einen Rahmen, wo sie sich ausprobieren können.
Und auch wenn nicht alles klappt am Anfang, ist das nicht schlimm. Man kann sich wiederholen und man kann auch ein zweites Mal einen Fehler begehen oder eine Situation eben nicht so zum Erfolg führen. Ja, also es fördert auf jeden Fall das Selbstvertrauen und den Mut der Kinder, weil sie müssen eben raus aus der Schule. Und da haben sie eben ein Projekt, wo sie mit einem Ladenbesitzer telefonieren müssen, eine E-Mail schreiben müssen, eben ein bisschen mehr raus in die echte Welt gehen müssen. Und das tut, glaube ich, gut, weil das kann man dann schrittchenweise lernen, mutig zu sein und sich weiterzuentwickeln da in dieser Richtung. Also Lisa hat auf jeden Fall ihre Schüchternheit abgelegt. Das ist mir so aufgefallen. Was mir aufgefallen ist, sie hat vieles mit zu uns zu Hause gebracht. Also ich kann mich erinnern, so Thema Nachhaltigkeit von Kleidung. Das ist ein großes Thema hier geworden, wie viel, wie wenig man braucht. Also ich habe festgestellt, ich habe eigentlich viel zu viel. Die Kinder sagen, oh, ein paar Schuhe, das reicht mir. Ja, und das sind Dinge, die hätten wir, glaube ich, ohne den Friday so hier als Familie gar nicht erlebt. Also da ist sie auch dran gewachsen, das einfach hier mit zu uns zu bringen und ja, uns auch zur Veränderung zu bewegen. Ich komme auch von diesem ganz klassischen Schulsystem, was ich von zu Hause kenne, was ich von mir noch selber kenne und auch selber so ein bisschen im Kopf habe, dass eine gute Schule auch eine strenge Schule ist, vielleicht auch mit einer strengen Notengebung, dass die Anforderungen schon auch irgendwie ja, hoch liegen müssen, damit eine Schule gut ist. Und ich musste für mich auch, oder was heißt musste, ich konnte in den letzten Jahren da für mich sehr viel von relativieren, weil ich gesehen habe, nein, das ist es nicht, das, worauf es ankommt, sondern eine Freiheit im Lernen ist letztlich viel gewinnbringender für die Kinder. Von daher muss ich sagen, nach meinen anfänglichen Bedenken, die ich durchaus hatte, war es jetzt für mich total schön auch zu sehen, meine älteste Tochter, die jetzt auch in der 5. Klasse auf dem Gymnasium ist, kommt total gut zurecht. Gerade im Rahmen des Friday war es so, dass die Kinder lernen, dass sie einen Unterschied machen können. Die lernen, dass sie die Welt ein Stück besser machen können.